Hallo ihr Lieben, ich bin Miriam von kino.de und wir befinden uns heute auf der 50. Social Movie Night, die zugleich die Premiere von Fast and Furious 8 ist. Wir erwarten heute viele Stars, unter anderem den legendären Vin Diesel und Charlize Theron. Und wie wir noch alles hier getroffen haben, das seht ihr jetzt. Lieber Robert, 50. Social Movie Night. Welche Erinnerungen und welche Empfindungen hast du heute? Wow, 3,5 Jahre ist das her, dass wir angefangen haben mit dieser Idee, so eine Art Event zu machen für richtige Fans und Hollywood-Stars am besten zu richtigen Menschen zu bringen. Es gibt so viele Erinnerungen an tolle Momente, seine Stars wie Keanu Reeves oder Matt Damon oder Dwayne The Rock Johnson. Heute haben wir Vin Diesel dabei und Charlize Theron. Ich könnte lange so weiterreden über die vielen coolen Erlebnisse, die wir hatten. Heute alles zusammenzubringen, ist natürlich erste Sahne für die Zuschauer, die total beeindruckt sind, das mal zu erleben. Und für mich selber ist es total toll, das jetzt alles zu speichern und die nächsten Tage zu verarbeiten. Also wir versuchen bei jeder Social Movie Night die Leute so dermaßen vom Kinoerlebnis zu überzeugen, wie es nur möglich ist, gerade mit dem Film oder mit dieser ganzen Welt, die wir drumherum ja mitschaffen. Le Floyd, wie sehr freust du dich auf den 8. Teil von Fast and Furious? Tatsächlich sehr. Ich habe den Trailer gesehen. Vieles, was ich gesehen habe, hat mich stutzig gemacht. Dominic Toretto verrät seine Familie. Ich bin gespannt, welcher Twist uns in der wievielten Filmminute erwartet. It's such an honor to be here. When we say we make these movies with our heart, you know we really make these movies with our heart. Please, it's selfie time. Get close. Und wie hat euch die 50. Social Movie Night gefallen? Sehr gut, sehr schön. Auf jeden Fall sehr viel Auswahl. Es ist schon super cool, dass Vin Diesel, dass Charlize Theron da waren, dass sie sich auch Zeit genommen haben, um das eine oder andere Autogramm zu geben, das eine oder andere Selfie zu schießen. Ich fand es cool, dass es halt eine Social Movie Night war und eine Premiere so in einem. Normalerweise sind Premieren immer so wirklich nur für High Society, sag ich mal so. Und das war halt auch für die normale Bevölkerung. Also ich meine, es ist jetzt nicht die erste Premiere oder sowas oder die erste Veranstaltung dieser Art in Berlin, die ich mitkriege. Aber es ist schon hier mit einer der größten, die ich bisher mitgemacht habe. Also es ist schon ein guter Aufwand. Für die Zukunft geplant? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß immer nur, dass wir versuchen, das Bestmögliche zu machen und uns zu überlegen. Aber ich kann versprechen, es geht weiter und es wird cool weitergehen. Das war die Social Movie Night zu Fast and Furious 8. Und denkt daran, alle Infos zu den Filmen gibt es auf www.kino.de.